Hey there und Konnichiwa, hier ist wieder euer Keanu, zurück mit Let's Play Star Fox 2, mit dabei. Spin me right round. Ja, und bei uns hat gerade übelst der Panikmodus eingesetzt. Wir haben nämlich uns gedacht, ja, ein bisschen was trinken, Smashy holt sich was zu trinken, hat dabei aber schon irgendwo hingeklickt und dann ging das Spiel einfach weiter und wir konnten nicht Pause drücken. Ja, da kommt dann plötzlich so ein Virus angeflogen. Kommt ein Virus geflogen, den nimmt sich Smashy vor. Hoffentlich. So, das ist mein dritter Versuch. Ja, genau. Oh, es sind drei. Der letzte. Alter, wie schnell das Ding ist. Boah. War nicht schnell genug. Da kommt man wirklich nur schwer hinterher. Alter, Boom! das war voll reingecrashed. Das hätte ich jetzt irgendwo gefeiert. But the real battle hasn't even begun. Alles klar, Keanu, du übernimmst. Ah, schön. Ah, schön. Okay. Ist das schön. Und der Nagi spielt Pokémon-Legenden Arceus. What the hell? Wo ist da seid ihr? Wo ist er? Oh, ich hört auf, so komisch nach oben und unten zu fliegen. Alter! Oh, noch einer. Ich habe jetzt vorsichtshalber mal mein Schild angemacht. Ich glaube, du solltest zur Great Fox fliegen, oder? Habe ich nicht mehr so viel? Circa die Hälfte, noch nicht mal. Kommt schon wieder ein Star Wolf Member. Oh, Satellit schießt den Star Wolf Member ab. Puh, das wäre zu schön. Ja, da muss ich mich aber drum kümmern. Ich predikte mal Pigma. Wahrscheinlich. Jo. Mann, bin ich gut. Ja, Andros bezahlt dich gut, bla bla bla. Sehr gut. Wo ist er? Da. Ich glaube, du hast ihn verfehlt mit dem Charge Laser. Das wahrscheinlich. Wow! Immer diese Kamikaze-Flieger hier. Boah, hast jetzt aber bis zur letzten Sekunde gewartet. Sehr gut. So, ich muss noch mal zu Great Fox. Das war jetzt Nummer 2, ne? Wenn ich jetzt nicht zu Great Fox fliege, dann war es das. Ja. Das ist halt echt schade, dass Mew und Faye so wenig Energie haben. Jok, 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 jok. jok, Äh. Oh nein, der Mirage Dragon kommt. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das für eine Monstrosität? Oh Gott. Oh Gott. Oh je, oh je, oh je. Oh Gott, das wird. Oh, thank you.
Das wird jetzt witzig. Das jetzt erstmal die. Oder? Ha, nee, Phantron. Oh Gott, ey, das ist so ein Zwischenboss oder was? Ach du Scheiße. Wo ist er? Die Quanaria wurde getroffen. In einer planetarischen Rakete. Was ist das denn für ein Knilch? Ich hab keine Ahnung! Der erinnert mich gerade irgendwie voll an den Boss aus Area X. Oder Sektor X, besser gesagt. Wird sich auch denken, Destroy, Destroy. Wow. Uff. Der steht auf Umarmung. Don't hug me, I'm scared. Zuerst mal Abstand gewinnen. Ja, du weißt doch, mindestens 2 Meter. Oder 1,50. Ah, okay. 15 Kilometer Regel auch noch? Gut, bei Planeten könnte das etwas schwierig werden. Wow. Oh, wow. Der ist gesprungen, ey. Hast du das gesehen? Das war kein Meter. Hast du das gesehen? Nicht so tief, Rüdiger. Aber du hast ihn gleich. Sehr gut. Puh. Ich muss zugeben, den kannte ich jetzt ehrlich gesagt noch gar nicht. Wahrscheinlich ist das der 5%, das 5% wie auch immer. Das wievielte war das jetzt von mir? Ist das zweite Mal? Ich hatte Pigma, das Ding. Hast du noch was? Ich weiß es nicht. Kannst von mir aus ruhig noch eins machen, wenn du willst. Okay. Nein, ich will nicht warpen. Danke. Ich bin jetzt halt nicht mehr sicher, ob du jetzt vor Pigma noch mal irgendwas hattest. Weiß ich halt auch nicht. Das sind 4 Raketen, was... Du willst auch... Das sind 4 Fighter... Raketen. Ach, wieder mein Bleistift. Der Buntstiftekasten. Ja, so ziemlich. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Wunderbar. Na, dann bleibt dir der 4er Fighter Spot und der Carrier dort. Und da kommt wieder ein Virus. Oh Gott, ey. Es darf doch nicht wahr sein. Viel Spaß. Oh Gott, der Carrier da. Erst um den Carrier kümmern, weil sonst macht's Boom. Ja. Und wir wissen genau, was letztes Mal passiert ist. Wie würde Falco jetzt sagen? Den wirst du heute nicht abschießen. Oh no. Sehr gut, Lebensenergie für später. Brauchst nicht. Komm schon, einmal ein Laser-Power-Up. Das wäre so cool.
Battle Carriers launched an attack. Eine Angriffseinheit. Überall Lebensenergie und du brauchst sie nicht. Ja. Jetzt muss ich mich aber beeilen hier. Hm. Auch nicht der. Der war wieder so kacke. Eins. Zwei. Zählen lernen mit Keanu. Fünf. Sieben. 331.590. Keanu denkt in großen Dimensionen. Boah, ja. Ich merke auch, wie meine Steuerung gerade so ein bisschen verzögert ist. Durch dieses ganze Rumgelegge hier. Uff. Aber hey, du hast es wunderbar hingekriegt. Weil als ich nach links oder rechts gedrückt habe, hat mein Arwing oder mein Walker besser gesagt, gefühlt 2 Sekunden später reagiert. Ja, ich sehe bei der Verbindung auch gerade, dass wir einen Strich weniger haben. Und jetzt ist wieder voll, okay? Ich wollte gerade sagen, ist doch voll, was willst du denn? Ich habe Videobeweis. Scheiße. Okay, da ist... Da ein Angriffstrupp. Da ist das Virus, verdammte Kacke. Ich hoffe, du kriegst das Virus noch. Ich hoffe nicht. Ich meine, ich bin... 3-mal geimpft. Oh, jetzt sind die wieder so dumm, dass ich sie nicht treffen kann. Oh. Ja, wunderbar. Das war jetzt mal ein 2. gell? Genau. Oh. So, jetzt musst du dich aber um das Virus kümmern. Yeah. Oh, das könnte sehr eng werden. Ich glaube, das wird nichts mehr. No, ganz, ganz knapp nicht. Und der Carrier macht sich bereit. Das heißt, du darfst ihn dann in deinem nächsten Versuch hier machen. Oh, es sind auch noch 3 Ziele, ey. Oh. Da sehe ich eins. Ja. Boah, irgendwo da oben. Da ist es doch. Da sehe ich es doch schon. Sehr schön. Puh. Haben wir unser Satellitensystem wieder gerettet. So, okay, Arno, jetzt musst du aber hin und machen dann. Mhm. Dumm, genau. Quatsch, das war falsch. So. So, einfach Vollgas. Wie in der Innenstadt, einfach Vollgas. Genau. Scheiß auf die ganzen Blumentöpfe, die du dann kaputt fährst. So wie dein, wer war das, dein Onkel oder wer mal so mit, was weiß ich, wie vielen Sachen durch die Innenstadt gefahren ist und du hast dich krampfhaft daneben an deinem Sitz festgehalten? Ja, das war mein Onkel, der hatte Spaß dabei. Alter, also, du hast hier auch gerade Spaß dabei, hier einfach durchzurasen. Ja, ich muss ein bisschen hintermachen. Warum ist er? Ich wollte gerade sagen, es gefällt mir nicht, dass hier so eine große Area ist. Was bist du? So ein Mini-Boss hier. Oh, Bulla. So ein Mini-Boss hier mitten im Schlachtschiff. Oh. Der könnte dich einfach so plattwalzen, aber er macht's einfach nicht, weil er ist so kollegial. Das ist bitte irgendwas Brauchbares. Oh ja. Oh ja. Ein Herz für Keanu. Yay.
Ah, toll. Oh, das Defense System hat eine Rakete abgefangen. Ja. Oh. So, ich werde zu Great Fox fliegen. Gut, dass wir den Satelliten nochmal zurückerobert haben. Ja. Wunderbar. So, Carrier kommen auch keine mehr. Andros hat sie alle verpulvert. So. Wir können ja jetzt eigentlich nach Venom warpen und von dort aus. Ja. Genau. Ich fange. Ja, dann mach so. Wir müssen jetzt letztendlich eigentlich bloß noch zwei Planeten befreien, wenn es nichts groß dazwischen kommt und notfalls noch Raketen abwehren. Au. Au. Keiner der Planeten dürfte mehr eine Rakete haben. Oh, das ist mein letzter. Du schon wieder! Wie du immer das Wattestäbchen kriegst. Ja. Wow. Charge Laser, please. Thank you. Deine Reaktion, du schon wieder, als ob du der übelste Erzfeind wäre. Ist er gefühlt. Das Wattestäbchen. So. Gut. Zack. So, und wahrscheinlich wird es bei dir wieder 4 Level werden. Ne, 3. Das sind diesmal 3, ja, okay. Super, ich darf mich jetzt als Planetenbefreier hier beweisen. Ja, Switch Unknown. Es ist die Switch Pro. Ich hab's gehört, Leute. Ach, die haben sie damals schon angekündigt. Ja. Was bist du eigentlich für ein Ding? Ein Vogel. Das ist der Dodo. Ein Vogel. Anscheinend sind jetzt alle Vögel gleich, oder was? Ja, Falco, kannst du nicht mit ihm reden oder so? Piep, piep, piep. Wir haben uns alle lieb. Oh! Wow, okay, der kann fliegen, das ist wirklich ein Vogel. Hier könnte man jetzt vielleicht vermuten, ob das vielleicht so ein Prototyp von diesem Gegner aus Zero wäre oder so. Er heißt ja auch Dodora und das Vieh aus Zero hieß doch auch irgendwas mit Dodora, oder? Irgendwie schon. Bei King Dodora war das nicht ein Monster aus Godzilla? Hieß der nicht Godzilla? Keine Ahnung, ich bin nicht so in Godzilla-Franchise drin. Ich auch nicht, aber ich meine, du könntest ja auch vielleicht mal gerade googeln, wenn du gerade nichts zu tun hast. Oh Gott, jetzt muss ich Dinge in meinem Let's Play tun, wow, die nichts mit dem Let's Play zu tun haben. Ah, das Ding will hier gerade mit mir puscheln. King Godzilla. Na fast, das Vieh hieß King Ghidorah und sieht aus wie eine dreiköpfige Drachenmotte, Schmetterling irgendwie. Ah ja. Okay, meinetwegen. Nehme ich jetzt einfach mal so hin. Da ist er. Meine Phrasen. Ach, und was ist mit meinen Phrasen? Was? Das ist aber auch ein Planet, der nie wieder vorkam. Ella da. Ja. Oder? Nee, eigentlich nicht. Kann ich das irgendwie kaputt machen? Oder muss ich da drauf jumpen? Ich muss da anscheinend echt drauf jumpen.
Wow. Hoppala. Ich meine, Fox stammt ja auch ursprünglich vom Planeten Perpetuum. Nicht von Corneria. Die haben... Ich wusste gar nicht, dass es dafür Backstory gibt. Das sagt Fox unter anderem tatsächlich in Starlink. Dass er... dass sein... ich sag jetzt mal Geburtsplanet... dass es Perpetuum ist. Es wäre halt so viel Stoff, so ein Star Fox zu spielen, wo Fox noch nicht sein Team hat, wo er Kadett oder sowas ist. In der Akademie. Ja. Und dann ja, Team mit, und dann mit ein Team mit Bill bildet und so weiter. Falco war ja, glaube ich, auch in der Akademie, nur der hat die. Ich glaube, der hat es irgendwie abgebrochen oder so, weil er keinen Bock drauf hatte. Er wollte halt sein eigenes Ding durchziehen. Ja, ich meine, er konnte es ja, er ist ein Asspilot. Ist auch typisch Falco. Das aber ist aber gerade scheiße zu treffen. Das wäre aber wirklich interessant, das mal irgendwie mehr zu erfahren. Mhm. Ich finde die Musik gerade irgendwie witzig. Du. Ich den auch irgendwie? Vielleicht mal mit einem Charge. Danke. Und du hast die Hälfte deiner Energie verloren? Ja. Ich glaube, wenn ich hier fertig bin, fliege ich nochmal zu Great Fox. Wenn dich das Spiel lässt. Wenn mich das Spiel lässt. Komm schon, Spiel, sei jetzt nicht so gemein. Es ist noch nicht der Expert-Mode-Spiel, lass mich. Ja. Fox hätte sich gerade in seinem Rundflug auch mal die General Pepper-Medaille schnappen können. Hm. So, aber... ich bin jetzt mal ein bisschen gemein. Wir machen einen Cliffhanger daraus für den nächsten Part. Darf Smashy zu Great Fox fliegen oder darf er nicht? Bis zum nächsten Mal. Das war euer Keanu mit Star Fox 2 mit dabei war. Der Endsmash. Ciao. Ciao.